Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir nutzen jetzt nochmal die Zeit, um noch eine Mission reinzubringen. Wir fahren zu unserem altbekannten Händler. Aber zuvor tanken musste ich jetzt gerade gar nicht, gell? Genau, das Zeug wollte mal verkaufen. Ich muss jetzt gerade mal wieder reinkommen und bilden ein bisschen durch den Wind. So. 42% hat das Motorrad nur noch. Guck dir das an. Das ist gar nicht mal so gut. So. Die Pistole könnte ich eigentlich auch da lassen, ne? Weil die nutze ich ja so gut wie kaum. So. What do you want? Ich möchte erstmal dein Inventar sehen und wir verkaufen. Hat kein Interesse an unserem Stab. Die, ja, die kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg und die Hosen auch. So, hast du eventuell noch ein Buch? Ja, hat er. Ja, nicht genug Kohlen, weil die Kohlen liegen Don't let the door hit you on your way out. Die liegen noch im Motorrad, die Kohlen. Wo ich mir noch die restlichen Bücher. Weil was im Hammer. So. Nimmst du mal mit. Zack. Die können wir noch in der Zwischenzeit lernen. 91 haben wir schon vom Kochbuch. Mir wären ja die Erntesachen viel lieber, damit wir den Erdbohrer mal kriegen. So, zeig mal hier Bücher. Ich mach zwar nichts, aber wir haben es dann einfach mal für den Speer. So, zeig mal hier, was ist denn da jetzt noch? Gehen wir mal so durch. Genau. So, zur Falle. Ganz kurzer Abriss. Hab ich Oh, mir. you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Ah, ganz kurz. Wir nehmen I diese don't welche. like you. You better not Huch. fuck this up, or I'll cut you goddamn. Das ist da drüben, wo wir bei unserer Chen drüben. Zur Falle. Ja, moin, grüß dich. Zack. Zur Falle. Jetzt kommen wir zum Punkt. Die Falle. Ich will ja die Falle oben am Schneeberg bauen. Und ich habe einen echt guten Kommentar bekommen, was sich auch echt interessant anhört. Das ist die Geschichte, man würde quasi einen Gebietsschutzblock hinbauen, wenn ich es richtig verstanden habe. Bitte korrigiert mich. Den Gebietsschutzblock so bauen, dass wir die komplette Höhe ausnutzen und dann vier Eingänge bauen mit Klapp, na sag schon mit Rampen oder Zugbrücken. Ich denke mal, Zugbrücken sollen es sein. Und dann spiralförmig nach oben bauen mit Klingenfallen. So drei Blockgänge. Dann, das könnte ich mir vorstellen am Berg, dass wir uns da so Gänge bauen. Ob es überhaupt realisierbar ist. Gänge bauen und dann spiralförmig nach oben gehen. Müsste ich mich mal schlau machen, wie das geht. Oder beziehungsweise wir probieren es einfach mal aus, ob das machbar ist. Ja, also es würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Allein nur, damit ich mit der Baukonstruktion zurechtkomme. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Spiralförmig nach oben gehen und dann eben drei Block für die Klingen fallen. Und dass die sich dann quasi da hocharbeiten. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. 19% habe ich. Nee, habe ich nicht. Oh, ich muss vorsichtig fahren. 19% vom Moped. Einmal gegen Eisen gefahren. Zack, hast du schon ein Problem. Das ist gar nicht gut. So, da ist ein Stein. Wir fahren mal hier außen rum. Am besten auf dem Weg. Oh, hier ist das. Aha. Sind da beide Räume mit gemeint, oder? Ich weiß es nicht mehr.
So, das hört sich aber, wie gesagt, das hört sich echt interessant an. Und das könnte man mal mit einfließen lassen. Genau, dann kann man euch noch lesen. Eisenschwerqualität 3, da haben wir noch ein bisschen Sprit. So, probieren wir mal unseren Schlagschrauber aus. Mega. Schöner Pickup, gefällt mir. Richtig gut. Alles klärchen. Oh, die ist so ein Truck. Warte, warte, warte. Sehr gut. So, das kann ja mal nach oben. Das Schnee. Ach ja, genau. Wir haben ja die Schneedinger gehabt. Das kann hoch, das kann hoch. Das zerschrot mal. Und den Rest kann man eigentlich so lassen, ne? Das kann auch nach oben. Die Lampen können nach oben. Richtig gut. Nehmen wir mal einen Schluck. Und let's fetz. Okay. Was kriegen wir raus? Oh, sehr schön. Das ist echt der Vorteil an diesen Quests, dass man hier, dass es alles nochmal resettet, wenn man was abgebaut hat vorher. Richtig schön. So. Und es waren wieder Kartoffeln drin. So. Packen wir nochmal kurz auf. So, zack. So, das sollte... Sollte passen, denke ich. So, geh mal rein. Ja, hier war. Ah, hier war noch was gewesen. Okay, ist verschlossen. Oh, ein Haufen Bücher. Nachladen. So, was hat sie gedroppt? Ah ja, okay. Alles, was wir schon haben, ne? Oh, da waren zwei neue dabei. Noch ein neues. Hatten wir schon. Ah, ich dachte, es wäre die Mine. Lass ich mal. Und noch ein neues. Ist echt dunkel hier drin, ja? So, zeig mal her hier. Taktisches Sturmgewehr freigeschaltet. Oh, Qualität 1. Okay. Zack. Ja, geht noch. So. Nur das Gebiet säubern. Der ist verschlossen. Der haut damit zu, das ist gar nicht gut. Ging das jetzt schneller? Gefühlt ja. Okay. Warte mal, nachladen. Alle Waffen nachladen.
bisschen Papier. Ah, der war hier hinter versteckt. Guck dir's an. Autsch. Nachladen. Ein Haufen Bücher kriegen wir auf jeden Fall. Guck dir das an. Ist echt nicht schlecht. So, wir sind von da gekommen. Hier waren wir noch nicht drin. Alter, wo hast du dich denn versteckt? Da oben am Eck. Ist verschlossen. Ich gehe hier mal weiter. Nachladen. Haben die sich da oben versteckt? Das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hätte jetzt gleich Angst. So, ist immer eh gleich wieder voll. So, das kann raus. Die Chrysanthemen können raus. Mais kann raus. Sand kann raus. Sortier dich mal bitte. Dann haben wir. Das können wir schnabulieren. Schnabulieren. Und gleich weg damit. So, dann sind wir da auch wieder fitter. So. Nachladen. Ah, Hund! Oh mein Gott. Zweiundsiebzig. Müsste theoretisch mal raus zum Moped. Um zu gucken, was da noch ist. Also ob ich noch Platz habe, ne? Also ein bisschen was hier loszuwerden. Komm, den machen wir auch weg, die machen wir auch weg. Papier lass mal da, das ist jetzt nicht so wichtig. Schießpulver lass mal auch da, da haben wir daheim genug. Sprit bräuchte man ja rein theoretisch auch nicht. Oh, gehört das alles zusammen? Warte, bevor ich hier weitergehe, ich nochmal hier zurück. Oh, gehört das da noch zusammen? Ich weiß es nicht. Da waren wir schon, das ist die Küche. Das ist die Geschichte, das Fleisch lasse ich mal liegen. Ich gehe erst nach. Ich gehe erstmal nach oben. Das lasse ich jetzt alles mal. Emergency Broadcast System. Okay.
da vielleicht was Wertvolles drin? Nicht wirklich. Nee. Das schreit einer, der gehört nicht zur Mission. Da werden noch einige drin sein. Doppelter Boden. Alter Finne. Letzter Schuss. Das waren aber noch nicht alle. Kochtopflandmine. Eieiei. Oh, ein Tank. Ja. Reservetank. Voll gut. Geschlossen. So lobe ich mir das. Nur zum Teil auch die falschen Rezepte dabei. Was habe ich hier? Fernkampfschaden, Dauer. Grober Schrot. Davon haben wir auch genug. Komm, trink mal was. So, jetzt geht es hier um die verschlossene Truhe. Noch Ader hier unten. Ja, gelegt. Voll gut. Richtig schön Muni noch bekommen. Ja, das geht mit dem Ding zügiger. Das ist... Oh ja. Drei fehlen uns noch. Drei fehlen uns noch, dann kriegen wir den Erdbohrer. Das wäre mega gut. Zack, warte mal, was können wir denn? Das können wir eigentlich mal nutzen. Ach komm, die Schläger, da kriegen wir ein bisschen Holz. Das ist alles Quatsch. So. So, wunderbar. Okay. Rein theoretisch haben wir das Gelände jetzt komplett abgelaufen. Es sei denn, das gehört auch noch dazu. Kann das sein, dass das da auch noch dazu gehört? Ich gucke, ob hier noch irgendwo ein Eingang ist. Irgendwo nach unten. Da ist nichts mehr, gell? Das ist die eine verschlossene Tür. Müsste hier nicht noch eine sein? Was bist denn du für eine Tür? Ach, das war hier. Ach so, das war hier. Okay. Verstanden. Anscheinend gehört das Nachbarhaus noch dazu. Ganz kurz zum Moped.
Was ist denn das hier eigentlich? Schockstar. Und das ist Robotikteile. Nehmen wir die Schockstar wieder zurück. Die verkauft man nämlich. Kleber kann hoch. Das kann hoch. Die Reifen können hoch. Das kann hoch. So, alles klar. Dann gehen wir da noch rein. Weil rein theoretisch bin ich da in dem Haus durch. Gehen wir noch in den Saloon. Es ging jetzt einigermaßen. So, da haben wir nichts mehr. Na, wo seid ihr denn? Ihr seid oben, ne? Oder sind die unten? Die sind unten. Ach, hier waren sie, okay. So. Oh, was Süßes. Gönnen wir uns. Zack. So, jetzt ist da oben noch was. Okay. Das müsste der letzte sein. Ja. Das war der letzte. Aber jetzt schauen wir nochmal, ob da hinten vielleicht noch was Entspanntes, würde ich sagen, was Spannendes ist. So, die waren jetzt da oben. Okay, reine Munitionsverschwendung. Nee, doch nicht. Da, guck mal, da ist was. So, dann haben wir das auch geschafft. Voll gut. So, das geht mir da oben, die behalte ich.
Das verkaufe ich. Verkauf mal, verkauf mal. Verkaufen wir, verkaufen wir. Kurze Sortierung. Die Bücher hat man schon. Lass mal. So. Alles klar. Was können wir hier noch? Den Rest behalten. Wir nehmen noch die Kohle mit runter. Obwohl. Wir werden das annehmen und dann war es das auch schon wieder. Ich muss halt übelst aufpassen. Ich muss gucken, ob der Händler eventuell Dingenskirchen hat. Verlieren wir Öl? Ich weiß es gar nicht. Wo muss ich ihn hin? Da muss ich hin. Ich brauche auf jeden Fall ein Reparaturkit. Na, mindestens zwei. Um das Motorrad wieder ganz zu kriegen. Muss ich mich konzentrieren, dass ich nirgendwo gegen Eck. Ja, entspannte Mission eigentlich, ne? Säubern. Ja, völlig entspannt. Jetzt hoffen wir mal, dass der Händler noch ein Reparaturkit hat. So, wir haben es jetzt 12.45 Uhr dort oben. An der alten Falle haben wir gesagt, wollen wir nichts mehr machen, so großartig, gell? Schwierig. So, dann gehen wir die Mission ab. Würde ich schon fast vorschlagen, wir nehmen noch eine zweite an. Aber da bin ich schon fast am Überlegen, ob wir zu einem anderen Händler fahren. So, was gibst du mir? Umschaltknarre. Klar, ich nehme die Box. Und, oh, 4x4 Teile Paket. Oder 10, naja, die 10. Oh, MP5 Paket. Ich nehme den Truck. Alles klar. So, wir wollen verkaufen. Wir wollen auf jeden Fall das hier alles verkaufen. Alles klar, super. Reparaturkit, hast du was da? Wo finde ich denn das? Geh mal so durch. Ja. Sehr gut fürs Motorrad. Allein nur fürs Motorrad. Oh, da wäre noch Zement. Können wir selber machen. Können wir selber machen. Nein. Vernunft siegt. Das machen wir selber. Alles klar. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. So.
Dass er sich immer so aufregt, gell? Wir machen für den die ganze Mission. Klauenhammer, Qualitätsstufe 5. Ja, das ist schon mal das Zubehör. Das ist okay. Hey, komm. Das war gut. Wir nehmen... Sollen wir von dir nochmal eine Mission... Komm, wir nehmen von dir nochmal eine Mission an. Da gibt's schon... Oh, da gibt's den nächsten Händler. Dann nehmen wir doch die Geschichte an. Händlerroute Stufe 5. Well, come to think of it, I do have Trade Direct im Westen. Like you. Let's get one thing straight. Im Westen. Das ist da drüben. Das ist in der Wüste. Das muss doch in der Wüste sein. Nee, das ist da unten. Ist, ach, da unten ist das schon. Ach, cool. Gut, okay, passt auf, Leute. Wir machen es jetzt wie folgt. Wir düsen erstmal heim. Packen unser Graffel aus. Hoppala, das machen wir noch zusammen. So. Das geht mit. So. Oh, sieht das schön aus? Oder sieht das schön aus? Ich finde das mega gut. Das sieht richtig schön aus. So, Autoteile erstmal. Ups, ich hänge. Zack, 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 zack. Autoteile haben wir mittlerweile richtig viel. Da, Motoren, guckt ihr das an. Ey, mega gut. Batterien. Warte, die tausche ich aus. So, dann haben wir noch eine 5er Batterie. Das sieht mega aus. Guckt ihr das an. Umstände der volleren. So. Machen wir kurz diesen, jawohl. Reifen. 18 Reifen haben wir mittlerweile. Guckst dir an. So, das ist Zubehör für einen Truck. Richtig stark. Ganz kurz, die Schaufel, können wir die noch modifizieren, verändern? Hat er schon drin. Hat er schon drin, kann er nur einmal verwenden. Ist nicht so schlimm. Fressalien. Zack, drin ist es. Schnee haben wir auch genug. Dieses welches geht mit rein? Mods. Geht auch mit rein. Sehr gut. Wie ist damit her? So, dann... Mischkiste haben wir. Elektronikteile. Können wir da noch was mit reinpacken? Nicht wirklich. Aber hier können wir noch ein bisschen was mit reindonnern. So. Das bleibt da. Waffen. Waffen und Munition. Das ist immer so. So, pass auf. Die können drin bleiben. Das geht hier rüber. Oh, schön. Wir haben echt gut Munition. Oh, da freue ich mich. So, zack. Gehst du da hin? Dann können wir hier schon die zweite Reihe anfangen. Tipptopp. Zack. Der Stab der Weisen, den nehmen wir mit. Den verkaufen wir dann. Reparaturkits. Das war Klebeband und Stoff, gell? Reparaturkits. Ah, nee, Klebeband und Eisen war das. Da haben wir 18. Ja, machen wir mal. Mach mal 10. Fertigen. Sehr schön. Das ist fertig, jawohl. Mhm. Jetzt habe ich gerade überlegt, warum ich nochmal Kerz gemacht habe. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Muss ich nochmal in die alte Aufnahme gucken. Bestimmt, um Dinge auszuleuchten, ganz klar. 15, das sieht gut aus. Oh ja. Mega. First Aid. Schmerztablettli. So, alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, fahren wir in der nächsten Folge zu unserem neuen Händler. Das freut mich. Da haben wir jetzt schon den 5., glaube ich. Fahren wir da gemütlich hin. Schauen uns das an, machen eine Mission
und fahren gemütlich wieder zurück. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei 7 Days to Die. Ciao, macht's es gut.